Ich bin Silvana Natter und ich arbeite bei der EGA als Designingenieurin. Mit der Luftfahrt bin ich eigentlich in Kontakt gekommen, als ich angefangen habe, Gleitschirm zu fliegen. Das hat mich natürlich sehr fasziniert, einfach das Gefühl in der Luft zu sein. Das Gefühl von Freiheit, das ist natürlich schon etwas, was an der Luftfahrt sehr schön ist. Die EGA braucht eine Entwicklungsabteilung, weil die Luftrettung ist natürlich nach wie vor ein sehr Nischengebiet. Das heisst, es gibt nicht viele Sachen, die man ab Stangen kaufen kann, sondern man muss sehr vieles selber entwickeln oder Sachen auch bestehende Produkte anpassen. Man kann natürlich eben einen Helikopter kaufen, der ist in den allermeisten Fällen dann einfach leer. Das heisst, man muss das ganze Kabinenlayout selber machen. Es gibt da verschiedene Hersteller, aber man muss natürlich auch wissen, was man will. Und ich denke, die EGA ist für mich ein riesiges Pool an Wissen. Und meine Aufgabe war eigentlich, das Wissen abzuholen bei den Leuten und zu sortieren, zu filtrieren und so anordnen, dass man eigentlich mit dem Wissen auch das perfekte Layout gestalten kann. Aus Sicht vom Arzt oder Ärztin ist natürlich immer der Wunsch, jedes Möbel und jedes Gerät zu hinstellen, wo man will. Beim Pilot geht es dann wieder mehr auch noch um technische Limitationen, Schwerpunkt im Heli ist ein Thema. Und das Zusammenfügen von all diesen Leuten zusammen mit der Entwicklung, mit den Mechanikern, das ist ein extrem guter und wertvoller Prozess, weil schlussendlich wollen alle das Gleiche, nämlich die bestmögliche Heilung für unsere Patienten. Wir haben irgendwann ein natürliches Grobkonzept von dem Kabinenlayout, so wie wir es uns vorstellen. Und dann sind wir eigentlich auf die Suche gegangen für einen Hersteller, der uns das auch herstellen kann, der vielleicht auch gewisse Inputs natürlich auch wieder bringt. Und da sind wir dann schlussendlich auf der Aerolite gekommen. Aerolite entwickelt Rettungsequipment für Flüger, Helikopter und Spezialfahrzeuge. Da machen wir komplette Systemintegrationen für unterschiedliche Missionen. REGA hat natürlich den Anspruch gehabt, dass wir so tief mit ihnen zusammen in die operativen Geschehnisse eintauchen können. Und da kommt man nicht darum, um so ein Holz-Mockup zu bauen, weil das muss man eins zu eins im Helikopter erleben. Zusammen mit Aerolite haben wir sehr viele Szenarien auch durchgespielt, mit den ersten Prototypen, mit der Crew, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und darum haben wir dann auch wieder gewisse Änderungen vorgenommen, wieder getestet, vielleicht wieder einen Schritt zurückgegangen. Und das war ein langer Prozess, gewesen, bis wir schlussendlich dann zum perfekten Kabinenlayout gekommen sind. Das breite Einsatzspektrum, das die EGA gerne möchte, haben wir versucht umzusetzen, indem wir eben unsere Möbel alle Quick Release installieren und deinstallieren. Das heisst, einen Helikopter ganz schnell auf andere Gegebenheiten können umzubauen. Der grosse Spagat ist eigentlich zu machen zwischen leichtem Equipment und Equipment, das halt dann auch 15 Jahre hält. Und da haben wir natürlich schon auch über die 30 Jahre kontinuierlich da dran tasten. Besonders stolz bin ich, dass wir eigentlich ein Grobkonzept gemacht haben und eigentlich fast so aussieht, wie wir es entworfen haben. Das heisst, wir haben sehr wenige Kompromisse müssen eingehen müssen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir sehr stolz drauf sein können. Ich freue mich extrem, dürfen im neuen Heli die ersten Einsätze fliegen. Zu spüren, wie es drinnen ist. Vielleicht Bestätigungen kriegen, dass es sich gelohnt hat, für das oder das andere zu kämpfen. Ich freue mich sehr und warte auf jeden Tag, wo der Einsatz endlich kommt.